Ich bin die Birgit von der Volksmusikakademie. Wisst ihr, wer in jeder Schule ganz wichtig ist? Der Hausmeister. Unser Hausmeister, der heißt Otto. Und der kann nicht nur Sachen reparieren, der ist auch noch musikalisch. Und der wird uns jetzt selbst zeigen. Ich glaub, da müssen wir hin. Grüß dich, Otto. Ciao, grüß dich. Das ist ja schön, dass du heute Zeit für mich hast. Ja, selbstverständlich. Hast du schon alles repariert, was zum Reparieren gibt? Ja, nein, hilft ja nicht. Was zu machen ist, ist zu machen. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir heute sagst. Du möchtest heute sehen, wie man Maipfeifer macht. Ja, kann das ja jeder schon machen. Kannte jeder machen, aber natürlich bei den Kindern sollte schon ein Erwachsener dabei sein. Ja. Es gibt zwar so Schnitzmesser für Kinder, die haben jetzt da nicht die Spitze dran, sondern die haben vorne rund. Aber trotzdem sollte man, wenn man mit Messer hantiert, liebe Kinder, dann sollte das auch, sollte wer dabei sein. Okay. Weiß fast das gescheit. Gut, aber nein? Ich bin jetzt Gott sei Dank alt genug und jetzt bin ich gespannt, wenn man das macht. Genau. Ja, wie gesagt, die Maipfeiferl, sagt da jetzt der Name schon, im Mai. Warum? Weil da natürlich auch das Holz oder die Natur explodiert und das Wachsen fängt an. Und somit ist der auch so nass oder so feucht, dass der Saft noch drin ist, im Bast, da hinten. Weil man muss ja das dann runter zu den Kindern, die ganze Sache. Und das geht natürlich nur, wenn es noch gut im Saft steht. Mhm. Du Otto, schadet das am Baum eigentlich nicht, wenn man da einfach den frischen Ast ausschneidet? Nein, weil die sind alles so Nebentriebe, so die wollen der Seitenhund auch verwachsen. Mhm. Also das tut dem Baum nichts. Das ist, man schneidet einen Baum zurück, dass er wieder atmen kann, dass er wieder frisch wird. Und so ist es im Endeffekt das Gleiche. Ja. Also das tut mit Sicherheit im Baum nichts. Und außerdem schneidet er bloß ein Steckerl ab, oder? Genau, nicht genau. Hunderte. Und außerdem soll noch auch die Pfeiferl, die Gräser haben, sagt man dabei, zwischen kleinen Finger und den Darm, in dem Durchmesser sollte so weit drin sein, weil sonst funktioniert es nicht. Der kleine Finger von einem Kind oder von einem Erwachsenen? Von einem Erwachsenen, weil von einem Kind, meine ich, kann man nicht voll schnitzen, wenn das so ein kleiner Steckerl ist. Gut, nein? Und was haben wir jetzt da für Steckerl? Ja, am besten ist natürlich, man nimmt entweder Kastanie her, oder Nussstauern, oder Weiden kann man auch hernehmen. Das ist jetzt von einer Nussstauern-Eps, da wo man das auszuschnürzt. Man sollte dabei schauen, wenn man überhaupt anfängt, der Pfeiferl zu machen, dass einigermaßen gerade ist. Mhm. Und dass natürlich, wenn man da jetzt sieht, es sollte nicht recht viel so Ansätze von Bladelansätze oder Zweigelansätze sein, weil das natürlich dann ein wenig schwieriger wird zum Oberzeugen. Mhm. Das ist eigentlich die ganze Sache, wo man am Anfang schauen muss. Als Werkzeug braucht man dazu, wie wir schon gesagt haben, ein Messer. Schau, ich habe so eins, geht das ja, das sitzen. Geht genauso. Das geht genauso. Jetzt da noch so geliegert, es gibt zwar Messer, die wo vielseitig sind und haben ein Messer so oder, wie, meinst, oder wie da jetzt, genau, die haben ein Stückchen Sockblau dran, weil das braucht man dann auch zum Einschneiden oder zum Einritzen. Aber wie gesagt, mit einem normalen Messer funktioniert das genauso. Ja, und da ist angefangen wir an, oder? Fangen wir an. Gut. Jetzt, wenn man sich die Stecker nimmt, dann schaut man ein wenig, wie gesagt, dass ein wenig einigermaßen gerade ist, was halt rausgeht von so einem Teil, das nimmt man dann her. Mhm. Und dann machen wir eigentlich nur wie ein Mundstück, müssen wir einmal da auf der ersten so eine Kerme schneiden. Mhm. Jetzt, das putzen wir dann ein wenig nach. Ich stehe mir ein wenig blöd, gell? Ja, das gehört die Hälfte. Ich tue allerweil lieber von mir weg als ja, hier. Ist auch richtig, weil da kann man am wenigsten leben. Darum ist es gut, wenn man einen Erwachsenen dabei hat, der kann einem dann genau solche schwierigen Sachen machen. Und da ist es eh schon so, der ist eh ein wenig stark, aber naja, ich habe nichts Besseres mehr gefunden. Schauen wir auch, dass wir da etwas rausbringen. Sollte quasi eher noch ein wenig dünner sein als der jetzt. Ja, genau. Das ist jetzt noch ein wenig besser da. Und das ist jetzt schon ein Teil, ja, wie ein Mundstück gleich. Eigentlich kann man es nennen. Du Otto, das erinnert mich eher an das Mundstück von meiner Flöten. Mhm, genau, genau. Weil wenn man sich das jetzt halt einmal anschaut. Genau, wenn man das jetzt herhält so, wenn man das jetzt da umdreht, das ist jetzt da schon die Schrägen herin, Wenn man das auch wie ein Mundstück auch dann hernehmen kann. Ich bin gespannt, wie man da jetzt das Loch reinbringt. Ja, das ist jetzt wieder ein wenig anders. Und zwar drehen wir das, wenn jetzt da das Mundstück ist, um 180 Grad rundum. Mhm. Und da haben wir von dem Ansatz herunter, wo das Mundstück ist,
oben genau gegenüber, so 2 cm, 3 cm weiter hinten, nur einen Keil auszuschneiden. Mhm. Also wieder so herlegen, dann schneiden wir nur einen Keil aus. Einmal rechts drücken und einmal links drücken das Messer. Dann schneiden wir so eine Kerm aus. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie groß das sein muss? Nein, das ist ja so ein Zentimeter, wenn man herum das Moos einen guten Zentimeter hat, das tut es dann schon. Und kommt es darauf an, wie dick das Holz ist, oder muss ich allerweil so einen Zentimeter? Einen Zentimeter soll es haben. Okay. Deswegen ist auch das Maß vom Holz, wie ich vorher gesagt habe, soll eigentlich da drin sein, zwischen die 3-4 cm im Durchmesser. Otto, ich glaube, du musst mir wieder helfen. Ja, machen wir. Das ist, glaube ich, echt eine Sache von Kraft und vom Messer. Ja, vielleicht schneidet dein Messer nicht gescheit. Ah ja, vielleicht ist es eine Kraftsache. Ich habe vorher noch einen Pressokirchen geschnitten, da ist es noch gegangen. Ja, schau her, ich habe bloß ein Käsebrot gefrühstückt. Ah, okay, dann glaube ich das, dass das nicht funktioniert. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Sache, wie das Holz gewachsen ist, okay, oder? Genau, und wie dick das ist. Ja. Und natürlich schneide ich, soweit ist das wichtiger. Ja? Super, danke. Ja, jetzt wenn wir das haben, geht es jetzt um das, dass man die Rinden runterbringt. Aha. Das heißt, wir gehen jetzt wieder von dem Keil, also 2-3 cm rücken wir wieder runter und nehmen das, als wie wenn man irgendwas rundum schneidet, also oder einen Apfelspalt, nur so und dreht man das rundum. Oh, da muss man, glaube ich, besonders aufpassen, dass man sie nicht aufschauen. Aufschauen, das geht jetzt nur, dass man drinnen löst, dass sie die trennt. Oberhalb rundum. Jetzt sieht man schon langsam, dass die jetzt ein Teil runter geht. Nein. Jetzt stehe ich mich aber auch blöd, Otto. Also Wahnsinn. Das riecht man schon durch den Dreh. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Übungssache, gell? Ja. Wenn man schon mehrere geschnitzt hat, dann kann man es wahrscheinlich besser. Genauso wie beim Instrument. Das ist mit immer so, genau. Übung macht den Meister. Das ist überall das Gleiche. Jetzt? Ja, ich probiere es jetzt mal mit dem Daumennagel. Genau, jetzt musst du nur schauen, dass du überall da drinnen durch bist, bis aufs Holz rein. Ich glaube, das wird jetzt nicht das schönste Pfeiferl. Funktionieren muss da noch. Ja, das stimmt. Kann man da dann auch schön Musik drauf spielen? Ja, schauen wir mal. Ich streng mich eher so. Gut, jetzt meine ich habe es. Genau. Und jetzt kommt natürlich der nächste Schritt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Bast, sprich drinnen, von dem Holz lösen. Mhm. Und das geht eigentlich am einfachen mit dem Klopfer. Das musst du jetzt rundum, da will man. Aha. Wenn es nicht so schäbern soll, ich mache so mal, wie man mit den Liefen spielt, weil da kann man dann natürlich da auch klopfen. Ah ja. Du Otto, jetzt haben wir aber was Wichtiges vergessen, gell? Also das weiß jetzt zum Beispiel ich. Früher, da haben die Buben, wenn sie die Pfeiferl geklopft haben, ja so Sprichel gehabt. Da hast du recht, aber ich weiß leider nicht mehr, wie die Sprichel gewesen haben oder was. Das kann ich da leider Das nicht weiß ich haben. Natürlich auch nicht, weil das ja schon viel länger her ist, als dass ich ein Kind bin. Aber es hat da mal jemanden gegeben, der hat so ein Sprichel aufgeschrieben. Und der hat die Buben gefragt, welche Sprichel die haben. Und auch so ein Sprichel, von uns aus der Gegend, ist Pfeiferl, Pfeiferl, geh an, geh mit mir in Kleno, geh mit mir ins Sommerhaus, schack die Hex zum Fenster raus. Wo muss man denn das Häusl hinbauen? Hintern Zaun, hintern Zaun. Super. Und da gibt es noch ganz viele solche Sprichel. Zum Beispiel Pfeiferli meide, Pfeiferli schneide, dass die Hex nicht reit, wirst jetzt geweiht. Manchmal da haben sie sogar eben die Pfeiferl geweiht. Und das ist jetzt nicht bei uns in der Gegend gewesen, sondern woanders. Da haben sie zum Wein dreimal das Pfeiferl draufgespuckt. Das sparen wir uns mir aber. Muss jetzt nicht sein. Muss jetzt nicht sein. Ich weiß noch ein Sprichwort. Pfeiferl willst du mir nicht geraten, wirf ich die in Nachbarsgarten. Kommt der Kuh, frisst die zu. Kommt der Kalb, frisst die halb. Kommt der Maus, frisst die aus. Kommt der Schwein, frisst die obendrein. Und dann wird Pfeiferl fertig sein. Das ist natürlich auch gut. Man kann sich für die Sprichwörter selber ausdenken. Ja.
Sollen wir mal eins probieren? Probieren wir eins miteinander. Ich mache einen Anfang. Okay, pa. Und du. Ich soll jetzt selbst drauf wissen. Ja, na, das geht mal bestimmt. Also pass auf. Pfeiferl, Pfeiferl, geh. Sonst hau ich die in See. Das ist gut. Ich mach weiter. Sonst hau ich die in Boch. Und wirf drei Steine noch. Cool. Gleich, oder? Das machen wir gleich nochmal. Das ist jetzt unser Pfeiferl-Sprecher. Okay. Pfeiferl, Pfeiferl, geh. Sonst hau ich die in See. Sonst hau ich die in Boch. Und wirf drei Steine noch. Oh, das ist ja gut. Das geht. Ja, das machen wir gleich nochmal, dann können unsere Zuschauer gleich mitmachen. Gut. Also, okay. Pfeiferl, Pfeiferl, geh, sonst hau ich die in See, sonst hau ich die in Boch und wirf drei Sterne noch. Gut, wunderbar. Jetzt haben wir so viel geklopft, jetzt bin ich gespannt, ob es schon runtergeht. Oh, das meine ich nicht, das meine ich, das dauert eine Zeit, weil so Klopfer kannst du immer damit rechnen. Ah, drei, vier Minuten. Ah, da meine ich, schummelt man jetzt nicht ein wenig. Dann nicht überall ein Sprichel dazu. Ja, weil wir sollten uns noch voll Sprichel leiten. Aber jetzt verstehe ich das schon auch, helfen, dass man sich da früher echt lang beschäftigen hat können damit, gell? Ja, das ist ja auch wichtig gewesen, weil es ist ja nicht gewesen, wie jetzt, dass man dann einfach einen Computer reingeschaltet hat oder irgendwas anderes gebracht hat. Da haben sich die Kinder dann zusammengesessen und haben Pfeifen gebaut oder hat man natürlich aus so einem Holz auch Storchleitung und solche Sachen gemacht. Und das ist natürlich... Ja, interessant gewesen, weil eigentlich die Möglichkeit gewesen ist mir jetzt, dass man sich einfach irgendwo in ein Geschäft eingehen kann und kann man sich ein Storchleitern oder ein Pfeiferl kaufen. Schauen wir einmal, wie es ausschaut, weil normal, wenn es dann herum dann da ein wenig los wird oder schon ein wenig einläuft, dann gespannt man, dass es der Bast schon hübsch zwickt hat. Aber dann muss man einmal schauen, ob das schon so weit ist. Ah, bei dir geht's schon, oder? Ja, aber einer holt noch. Jetzt reißt er. Das ist immer dann die Gefahr, dass die das reißen. Jetzt? Jetzt haben wir dann ganz langsam versucht, das dann so runterzuziehen. Dann machen wir das herum. Cool. Dann hast du das Gegenstückel. Und das ist dann, das tun wir mit Seiten, dass uns nicht der Wind verweht. Ja. Und ich muss noch ein bisschen weiter klopfen, glaube ich. Jetzt geht's. Da habe ich ihn schon. Genau. Das, wenn wir jetzt haben, dann schaut das so aus. Und dann müssen wir da genau, wo die Kerm ist, da schneiden wir jetzt durch. Das ist das, wie ich vorher gesagt habe. Da braucht man dann ein Seigel dazu. Oder es geht auch wieder Messer, wenn man da immer wieder rundum fährt. Man kann es einmal kurz zeigen. Aber mei, es ist jetzt so, dass man es mit dem Seigel macht, weil sonst müsstet ihr da weit jetzt rundum fahren und rundum fahren. Mit dem Seigel geht es ein wenig einfacher. Jetzt wollen wir da ein wenig Holz. Ja. Nein, dann schneiden wir das da durch. Ui. Man hat schon dazu volle Drücke in der Steckerl eine Lücke. So. Ah ja. Genau. Das, wenn wir dann haben, dann muss man das natürlich ein wenig zuputzen wieder, weil dann natürlich vielleicht ein wenig grad überschaut oder man da ein wenig herputzt. Und da. Und dann sieht man jetzt, wo wir da jetzt das Mundstück angefangen haben zu machen, da haben wir genau auf der Rückseite, da sieht man jetzt, wo wir die Kerm haben, da müssen wir da jetzt, quasi, wie heißt es im Instrumentenbau, wo die Luft durchfließt? Das meine ich, ist der Block. Den müssen wir jetzt machen. Und dann schneiden wir das da oben. Dann setzen wir die ganze Sache wieder zusammen. Haben wir natürlich wieder unser Kern, die wir rausgeschnitten haben. Das tun wir dann da wieder rein. Das quasi wieder genauso drin ist. Genau, wieder genauso drin ist, wie es gewesen ist. Dann sieht man jetzt, und das Gegenstückel, das haben wir auch gehabt, weil da sehen wir die Kerne, die wir gehabt haben. Das tun wir dann von der unteren Seite wieder rein. Und jetzt weiß ich auch,
wie das Loch da reingekommen ist, genauso wie bei der Blockflöte. Genau, das ist innen drin, das sieht man jetzt nicht, aber es ist. Mit dem funktioniert es jetzt noch nicht. Ich probiere mal. Probier mal. Oh, das geht! Das geht auch. Mein Wahnsinn! Und da ist jetzt das gewesen, wie ich vorher gesagt habe, das kann natürlich passieren, wenn das ein bisschen druckiger wird oder wenn es noch nicht, wenn es zwingend klopft ist, dann reißt es da auf. Und sobald natürlich da andere Luft dazukommt, selbst wie bei dem anderen Instrument auch, dann funktioniert es. Aber sonst hast du da, wenn man das jetzt sieht, wie es bei dem jetzt ist, das ist genauso aufgebaut, das geht jetzt da wieder rein. Jetzt, wenn man es ganz weit hier hinzieht wird, das ist ein wenig tieferer Ton. Und wenn man das weiter aufricht, ist es ein heller Ton. Das ist genauso wie bei den anderen Instrumenten, weil bei der Tuba zum Beispiel, da haben wir gesehen, die hat ja ganz lange Rohre eigentlich. Ja, da hat die Luft einen ganz einen langen Weg und dann wird der Ton tief. Und bei einem ganz kleinen Instrument, wo der Weg kürzer ist, da wird der Ton höher. Genauso funktioniert es auch aus Sachen aus der Natur. Meistens schön. Dann können wir jetzt auch mal unser Schemus-G ausprobieren, oder? Ja, probieren wir es einmal mit. Ich glaube, da üben wir noch ein wenig. Ich glaube auch, das müssen wir noch üben. Aber allein für Kinder zum Nachmachen, zum Basteln. Und das macht dann auch Spaß, wenn man irgendetwas gebaut hat. Und das kommt dann noch ein Ton raus. Weiß ich. Okay? Otto, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du mir das gezeigt hast. Vielleicht bauen unsere Zuschauer ein Maipfeifel nach. Und wenn sie wollen, dann dürfen sie uns natürlich auch ein Foto davor schicken. Oder eine Aufnahme von Schemus-G oder alle anderen wieder. Genau. Gut, super. Dann lasse ich dich jetzt aber wieder weiterarbeiten. Gell? Ja, alles klar. Danke, Otto. Jo, also, vierte.